Ich steige aus dieser großen Ungerechtigkeit und der Berichterstattung der Angst. Du erfährst, warum C schon lange nicht mehr unser Problem ist. Es geht hier um Macht und Kontrolle. Und ich habe verschiedene Lösungsvorschläge, wie wir durch diese Zeit hindurchkommen. Das erfährst du jetzt alles gleich in diesem Video. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind über unsere Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung und Bewusstseinserweiterung. Und wenn dir es daran liegt, immer die wichtigsten, neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt zu erhalten, dann abonniere am besten jetzt gleich meinen Kanal. Ich halte es nicht für notwendig, eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland zu verhängen. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. So eine Art Impfzwang. Ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Eine Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig, denn die einmalige Impfung gegen Corona immunisiert nicht für das ganze Leben. Da, wo wir eine Impfpflicht haben, wie etwa bei den Masern, sagt die Weltgesundheitsorganisation, das Ziel ist die Ausrottung. Dieses Ziel ist leider beim Coronavirus nicht realistisch. Ja, ihr Lieben, ihr habt jetzt anhand des Videoausschnitts gesehen, welche Versprechungen gemacht wurden, was uns alles vorgegaukelt wurde. Stichwort allgemeine Impfpflicht, wann soll die kommen? Ja, bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht haben wir schon ein konkretes Datum. Das wäre wohl der 16. März, so heißt es jetzt. Also, dass alle Mitarbeiter in bestimmten Einrichtungen wie Pflegeheimen oder Krankenhäusern geimpft sein müssen bis zu diesem Datum. Bei der allgemeinen Impfpflicht ist es etwas komplizierter. Da muss jetzt erstmal der Ethikrat soll einen Vorschlag erarbeiten, wie so ein Gesetz aussehen könnte. Dann wird die Bundesregierung einen Gesetzentwurf erarbeiten. Der muss dann durch das parlamentarische Verfahren und am Ende, das ist das Besondere, soll eine Abstimmung stattfinden, die nicht auf Fraktionszwang beruht, sondern der allgemeinen, des eigenen Gewissens. Also da soll jeder Abgeordnete für sich entscheiden können, ob er dazu stimmt oder nicht. Egal welcher Fraktion er angehört, welches Datum das sein wird, das ist noch unklar. Ja, also ihr Lieben, ihr habt es gesehen. Das war nochmal eine kleine Zusammenfassung der Dinge, die uns alle versprochen wurden, die offensichtlich jetzt alle nichts mehr wert sind. Alles lose Versprechungen, die niemand einhält. Und es geht hier gar nicht um C oder I. Es geht hier um Macht und Kontrolle. Und diese Macht und Kontrolle wird mit Lügen herbeigeführt. Sie wird mit dem das Vertrauen, was die Menschen haben, wird ausgenutzt, um sie zu unterdrücken. So fühlt es sich für mich an. Es herrscht Ungerechtigkeit und es ist schon lange in der Schublade geplant, was dann nach und nach umgesetzt wird. Ich wehre mich dagegen, gegen diese Ausgrenzung auch von bestimmten Menschengruppen, diese Spaltung, diese bewusste Spaltung, und die Angst, die da auf die Bevölkerung einfach ja auferlegt wird. Angst ist etwas, was jeder Mensch kennt. Und sobald du nur ein bisschen Angst hast, bist du schon in den Fängen dieser Agenda. Diese ganze Agenda ist auf einem Angstritual aufgebaut. So fühlt es sich für mich an. Und dieses Angstritual, das hat sich schon über die ganze Erde ausgebreitet. Es erreicht sehr, sehr viele Menschen. Und egal, zu welcher Gruppe du jetzt gehörst, es ist bei jeder Gruppe eine Angst da. Die einen haben Angst davor, krank zu werden und vielleicht zu sterben. Die anderen haben vielleicht Angst vor der Spritze. Ja, oder vor den Nebenwirkungen. Also überall ist diese Angst die Grundlage
Und das ist das Mittel der Macht, um uns Menschen dorthin zu treiben, wo die anderen das wollen. Es ist eine ganz große Ungerechtigkeit. Und jedes Mal, wenn so eine Nachricht kommt, es kommen ja jeden Tag zigtausende, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber unheimlich viele Nachrichten über dieses C-Problem. Und sobald uns so eine Nachricht erreicht, lesen sie wir ja vielleicht doch mal. Und in dem Moment geben wir unsere Energie und Kraft in dieses C-Problem hinein. Und genau das möchten die anderen ja. Und das ist das, was wir versuchen sollten, nicht zu tun. Also so gut wie möglich nichts lesen, wenn es geht. Oder wenn, dann nur kurz und wieder in die eigene Kraft gehen. Unsere Kraft bei uns behalten. Denn so sind wir nicht so leicht beeinflussbar. Es gibt verschiedene Wege, die wir alle gehen können. Wir sind sehr viele. Und wenn wir zusammenhalten, dann können wir uns gegenseitig unterstützen. Und darauf sollten wir jetzt unser Augenmerk richten, dass wir uns gegenseitig helfen. Da gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du auf eBay Kleinanzeigen vielleicht Dinge kaufen, die du gar nicht mehr kaufen kannst. Denn die Gesetze werden ja immer strenger. Also jetzt dürfen ja die Menschen, die nicht geimpft sind, nicht mehr in die Geschäfte. Ja, es wird ja ab Montag gibt es hier in Hessen Einschränkungen total. Also es wird echt ernst für diese Dinge. Und wenn du jetzt zu diesen Menschen gehörst und vielleicht alleine lebst und es ist niemand da, der für dich einkaufen gehen kann, dann kannst du auf eBay Kleinanzeigen vielleicht jemand finden. Was ihr auch tun könnt, geht auf Telegram zu meinem Kanal. Dort gibt es eine Chatgruppe. Ich gebe den Link unter dem Video rein. Ihr könnt in die Chatgruppe gehen und dort eure Telefonnummern austauschen, schreiben, wo ihr herkommt und so euch vernetzen. Ihr könnt es auch hier in den Bemerkungen schreiben, wer kommt aus welcher Stadt und dann euch gegenseitig schreiben. Ja, ihr könnt also Beziehungen herstellen, Freundschaften herstellen, Gleichgesinnte finden, wollte ich sagen. Also bitte vernetzt euch, helft euch untereinander. Wir sind stark. Wir können uns helfen. Vielleicht kennt der eine oder der andere einen Bauern, der die gleiche Gesinnung hat wie du, ja, wo ihr dann einkaufen könnt. Tauscht euch aus. Wir sind 44.000 Abonnenten hier auf dem Kanal. Und da kennt der eine das, der andere jenes. Und so bildet sich ein Netzwerk. Also unser Mittel ist ein Netzwerk, sich gegenseitig zu unterstützen. Alternative Lebensgemeinschaften gründen, zusammenziehen, sich gegenseitig unterstützen auf allen Ebenen, wo es eben geht. Das ist das, was ich mir vorstellen kann, was jetzt eine Lösung ist. Es kommt Weihnachten. Nächstes Jahr kommt Ostern. Es kommen immer wieder Festlichkeiten, wo man nicht alleine sein möchte, auch da kann man sich unterstützen. Oder auch einfach mal, vielleicht findet ja der eine oder der andere einen Freund, eine Freundin. Vielleicht wohnen ja ein paar in der gleichen Stadt. Schreibt euch, wo ihr herkommt und schließt euch zusammen. Sucht den Kontakt zueinander. Und dadurch entsteht eine starke Gruppe, ein neues Gemeinschaftsgefühl. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und daraus ergeben sich wieder neue Möglichkeiten, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken können. Aber es sind Auswege. Es sind einfach Auswege. Und vielleicht ist ja sogar der Nachbar jemand, mit dem man reden kann.
Ja, jemand, mit dem man was zusammen machen kann. Und schon seid ihr aus dem System raus, aus diesem Angstszenario. Und schon habt ihr euch gegenseitig unterstützt. Und so kann es weitergehen. Dann ist es egal, welche Verbote noch ausgesprochen werden. Ihr wisst, da kann ich einkaufen, da kann ich vielleicht für jemand einkaufen. Ja, da kann ich jemand helfen und dann bekomme ich eine andere Hilfe. Neue Lebensgemeinschaften sind dabei zu entstehen und wir können die steuern. Wir können uns gegenseitig unterstützen und kommen dann auch aus diesem Angstszenario einfach heraus, was ja wohl sehr wichtig ist, denn dann sind wir nicht mehr so beeinflussbar. Bietet einfach eure Hilfe untereinander an. Das ist die Lösung für die neue Erde. Und die geistige Welt, sie sagt immer, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Und so wird sich dann da auch was finden. Einfach eine alternative Lebensform, wo wir uns alle unterstützen. Und jetzt genau ist der Zeitpunkt. Also ohne diese C-Krise, sage ich mal, würden wir nicht so schnell darauf kommen, jetzt so etwas Alternatives zu gründen und uns zu unterstützen. Von daher ist es wiederum gut, was geschieht, aber nur von daher. All das andere, was hier abläuft, das ist unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Aber wir sind stark und wir sind viele und wir können uns gegenseitig unterstützen. Egal, auf welcher Seite du jetzt stehst, wichtig ist die Gemeinschaft, dass die wieder zustande kommt. Dass wir uns gegenseitig achten und uns gegenseitig Hilfe anbieten. Das ist unsere Kraft und unsere Stärke. Und ihr Lieben, wir werden jetzt gleich in einem wunderschönen Channeling, in einer Botschaft, nochmal ganz viel Hilfe auch aus der geistigen Welt bekommen. Denn wir sind nicht allein. Wir haben auch Schutz und Energie von oben. Und das ist das Schönste. Das kann uns niemand nehmen. Und so wünsche ich dir jetzt gleich ganz viel Freude mit der Botschaft der Engel. Die Energie der Liebe und des Lichtes strömt ein. Dir zu Ehren, dir zur Freude, dir zur Liebe. Du wundervoller Mensch, du beschütztes, liebevolles Wesen. Heute ist der Tag und der Moment, wo die Liebe zu dir strömt, um dich vorzubereiten auf die Botschaft von Erzengel Gabriel. Und so beginnen wir gemeinsam, das Licht der Liebe einzuatmen. Das Licht der Liebe von Smarana, welches dich an Gottes Nähe erinnert und dich Gottes Nähe fühlen lässt. Dieses Licht strömt zu dir in dein Herz, wenn du es erlaubst, natürlich. Und so dehne dich nun aus mit diesem Licht. Spüre Gottes Nähe. Spüre deine Seele und die Leuchtkraft deiner eigenen Energie. Die Verbindung zu Erzengel Gabriel wird immer stärker und gleich wirst du seine Worte vernehmen. So werde ich mich jetzt mit Erzengel Gabriel verbinden.
meinen Channel-Kanal öffnen und dir seine Botschaft und seine Liebe überbringen. Erzengel Gabriel, tritt in diesen Raum. Voller Achtsamkeit, Kraft und Stärke. Ich bin gekommen, um dich zu unterstützen, zu schützen und dich zu beraten. Ich trage Gottes Liebe zu dir und begrüße dich von Licht zu Licht. Lieber Mensch, deine Seele trägt eine sehr große Weisheit. Diese Weisheit wurde durch sehr viele Inkarnationen geschult und steht dir zur Verfügung. Es ist so, dass du, je tiefer du dich mit deiner Seele verbindest, Zugang zu dieser Weisheit bekommst. Es ist so, dass du darauf achten solltest, was du denkst, woran du denkst, und wo du deinen Fokus darauf legst. Ich, Erzengel Gabriel, überreiche dir das ewige Licht der Liebe. Und dieses ewige Licht, es wird dir deinen Weg beleuchten. Es wird dich stärken und du spürst in diesem Licht, dass du selbst auch ein großes Licht bist und dass all die Kraft, welche du im Außen suchst, in dir liegt. Denn wisse, dir wurde alles gegeben, als man deine Seele erschuf. Erinnere dich wieder an das, was du in Wirklichkeit bist. Denn du trägst die göttliche Liebe, die göttliche Gabe der Intelligenz, der Weisheit in dir. Damit du dies besser fühlen kannst, bietet dir Erzengel Gabriel ein Geschenk an. Und zwar möchte ich dir ermöglichen, dich nun mit der hohen Intelligenz des Universums, mit der größten Weisheit aus Gottes Schöpfung zu verbinden. Und wenn du dir jetzt erlaubst, mit mir zusammen in diese Weisheit einzutauchen, dann wird es auch geschehen. Und so gib mir ein inneres Ja. In dem Moment werde ich deine Seele begleiten über die Linien der Zeit einzutauchen in die göttlichen Felder der bedingungslosen, vollkommenen Liebe, in die göttliche Weisheit und Intelligenz des Universums.
Und so geschieht es jetzt mit einem Atemzug. Genieße nun die Energien, genieße das Licht und öffne dich für deine Visionen. Wir stärken dich auf allen Ebenen und es geschieht jetzt. So wurden dir Kraft, Weisheit, Frieden und Schutz übertragen. All diese Energien fließen nun in deiner Seele und ich werde sie für dich verankern. So ist auch dies geschehen. Erzengel Gabriel verabschiedet sich voller Liebe von dir. Wisse, dass du mich immer rufen kannst. Ich werde dich schützen und lieben, ewiglich. Und so legt sich der Mantel von Smarana um deine Schultern, um dir zu zeigen und dich fühlen zu lassen, dass Gottes Liebe bei dir ist. Ja, und dann komme ganz langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße, deine Arme, streck dich und sei wieder ganz hier. Ja, Erzengel Gabriel hat schon sehr viel Kraft und sehr viel Liebe. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen kannst, dass dein Alltag dadurch schöner wird. Und du das Licht immer wieder einlädst, nach Hause zu kommen. Übrigens, mein Pullover ist blau. Ich stehe mal auf, das sieht man nämlich nur, wenn ich stehe. Da siehst du, er ist richtig schön blau. Ja, also ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Und wenn du weiterhin so viele schöne Botschaften aus der geistigen Welt bekommen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und sei einfach dabei. Ich danke dir für deine Liebe, für dein Licht und für deine Güte und für deine Zeit.